Alles in GTA 5 kostet 2 Dollar. Hier könnt ihr es sehen, Freunde. Wir sind gerade bei Legendary Motorsports und jedes Fahrzeug, was ihr sehen könnt, kostet einfach 2 Dollar. Ich würde sagen, der Z-Type, den könnte man sich eigentlich vielleicht gönnen. Heute ist ein besonderer Tag und zwar ist Black Friday in GTA 5 und das bedeutet, Franklin, wir müssen uns kaufen, was wir alles nur können. Wie viel Geld hast du für den Black Friday angespart? Bruh. 1 Dollar. Franklin, Black Friday ist nur einmal im Jahr und du hast dir wirklich nur 1 Dollar angespart. Leute, wir müssen uns irgendwie um Geld kümmern, denn heute ist wirklich alles, was verkauft wird, für 2 Dollar zu verkaufen. Und deswegen würde ich sagen, Franklin, wir haben vielleicht kein Geld irgendwie, aber wir müssen irgendwas suchen. Vielleicht ist in unserer Villa ja irgendwo Geld. Ich meine, Leute, jeder hat in seinem Geld irgendwo ein paar Groschen liegen. Wir müssen einfach nur genug suchen. Vielleicht finden wir ja etwas. Oh, ich muss ja irgendwo Geld haben. Franklin, vielleicht ist hier irgendwo was versteckt. Vielleicht im Schuhkarton. Ah, leider nicht. Wir brauchen ein bisschen Geld. Ich muss mir etwas kaufen, sonst müssen wir dafür arbeiten gehen. Und ich glaube nicht, dass heutzutage uns jemand ein paar Jobs anbietet, wo wir 10.000 Dollar oder so etwas bekommen. Oh Mann, Leute. Ich suche was. Oh, oh, oh. Oh, yes, Leute. 2 Dollar. Nice. Okay, die gönnen wir uns. Nice. Damit haben wir schon 3 Dollar. Also eine Sache können wir uns leisten. Und jetzt... Ja, wir brauchen aber noch mehr Geld. Okay, holen wir mal die Schlüssel, Freunde. Oh, da ist noch 1 Dollar. Nice, also haben wir dann gleich 4 Dollar zusammen. So, hier sind die Schlüssel, Freunde. Okay, das heißt, wir haben 4 Dollar. Das bedeutet, wir können uns 2 Sachen leisten. Und ich würde sagen, bevor ich mich um mich kümmere, bevor Franklin sich um sich selber kümmert, sich vielleicht eine neue Villa, neues Auto oder vielleicht sogar eine neue Yacht kauft, kümmern wir doch uns erst einmal um Chop, Leute. Weil Chop ist ständig alleine. Ich fühle mich ein bisschen schlecht, muss ich sagen, Leute. Dafür, dass Chop immer so sein kleines Haus hat. Guck mal, ey, Chop, ich weiß, der ist sauer auf mich. Er ist die ganze Zeit alleine. Chop, weißt du was? Ich werde für dich sorgen, dass du auf jeden Fall jemanden hast, mit dem du ständig Spaß haben kannst. Und zwar einen neuen besten Freund. Deswegen, Leute, wir kaufen Chop einen neuen Hund. In 3, 2, 1 und... Boom! Franklin, sag Hallo zu deinem neuen Hund. Das ist, ja, zu deinem neuen besten Freund. Das ist ein Husky, Freunde. Ich weiß, ihr viele müssen das wissen. Das ist wahrscheinlich ein Husky, aber ein bisschen klein dafür. Das ist ein sehr, sehr junger Welpe, muss man sagen. Und ja, ich sehe schon, Chop wird eine Menge Spaß mit ihm haben. Alles klar, Chop. Das Ganze hat mich auch jetzt 2 Dollar gekostet. Immerhin, wir haben noch weitere 2 Dollar und mit den 2 Dollar werden wir, Leute, uns auf dem Weg machen. Hä? Wo ist mein Auto verschwunden? Oh Mann. Okay, ich würde sagen, wir kaufen uns ein nices Auto. Das Auto, was Franklin hatte. Weg damit. Wir holen uns ein neues Auto. Und zwar gehen wir natürlich zum vertrauenswürdigsten Händler, den es überhaupt in Los Santos gibt. Und zwar Simeon Yatarian. Und wenn wir es schaffen, in diesem Video übrigens mehr Geld zu bekommen, Freunde, und dafür brauche ich eure Unterstützung mit einem Like. Lasst gerne einen Daumen nach oben da und vergesst nicht zu abonnieren. Dann werde ich mir, Leute, einen ganz besonderen Club kaufen, den ihr in GTA noch nie gesehen habt. Also dranbleiben lohnt sich auf jeden Fall. So, wow, Simeon, du hast auf jeden Fall echt viele Autos hier am Start. Wow, der hat hier einen True Fate Nero am Start. Dann hat er den Fister 811. Boah, Junge, sehr, sehr viele schöne Autos. Hier haben wir sogar noch den Pagani Huayra am Start. Aber die Lackierung feiert nicht so extrem. Also die, muss ich sagen, gefällt mir nicht so sehr. Simeon, ich bin hier und ich kaufe ein Auto. Ich kaufe mir irgendein Auto. Boah, der sieht auch schon nice aus, Leute. Der Benefaktor Krieger. What? Moment mal kurz. Seht ihr das da im Spiegel? Also im Fenster? Ich muss da rein. Was ist das für ein Wagen? Simeon, was hast du bitte für ein Auto? Oh mein Gott. Es ist ein goldener McLaren Senna. Junge, Junge, Junge. Okay, weißt du, ich kaufe den Wagen. Der ist der teuerste Wagen aus seinem Laden. Also wir werden irgendwann, wenn wir den nicht nehmen, Leute, für einen Preis von 2 Dollar. Okay, wir kaufen den. Okay, Simeon, du hast keine Wahl. Jedes Auto kostet 2 Dollar. Ich möchte gerne den goldenen McLaren Senna haben, okay? Sorry, der steht heute nicht zum Verkauf. Erst morgen wieder. Simeon, ist das dein Ernst? Du bist ein Auto? Händler, du musst deine Autos immer verkaufen. Oh Mann. Okay, ich glaube, er ist schlau. Simeon ist wirklich ein schlauer Typ. Er will uns den Wagen nicht verkaufen. Simeon, bitte. Es muss doch einen Weg geben, wie ich diesen Wagen bekomme. Bitte, doch heute ist Black Friday. Du musst mir den Wagen anbieten. Okay, du bist mega hartnäckig. Wenn du 5 Autos kaufst für 10 Dollar, dann bekommst du den McLaren für 2 Dollar. Oh, okay. Ich sehe, wie das läuft. Du willst also, dass ich 5 deiner Autos kaufe. Das Problem ist, ich habe nicht genug Geld. Ich habe leider nur 2 Dollar. Okay, Leute, wir werden uns erstmal keinen Wagen kaufen oder vielleicht, wir kaufen wenigstens, nee, ich kann mir doch keinen Wagen leisten. Wir müssen irgendwie an Geld kommen, Freunde. Die 2 Dollar will ich mir für Notfälle aufheben. Wie kommen wir jetzt an Geld? Mann, wie soll ich bitte an Geld kommen, Leute? Wow, 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 ey, Elemar?
Lemar, was machst du denn hier? Yo, Lemar, was geht? Was bist du so hektisch drauf heute? Hey Franklin, ich habe einen Job für dich. Du kommst genau, wann ich dich brauche, Lemar. Hol einen Freund aus dem Gefängnis. Du bekommst 6 Dollar. Leute, wenn wir jetzt 6 Dollar haben und jetzt haben wir 2, dann können wir uns schon 4 Autos kaufen. Das heißt, wir brauchen nur noch 2 Dollar, um den McLaren Senna zu bekommen. Okay, Lemar, ich kümmere mich drum. Alles klar, wir machen uns auf den Weg. So, wir müssen uns... Oh Mann, ich habe keine Waffen, Freunde. Okay, alles klar. Dann wissen wir, was zu tun haben. Wir müssen erstmal zur Emination gehen, kaufen uns eine Waffe, werden uns ausrüsten und dann holen wir seinen Freund einfach mal mit dem Helikopter ab. Wir fliegen dahin, holen den ganz einfach aus dem Gefängnis. Das wird ein easy Job werden. Ich hoffe, es wird nicht zu viele Komplikationen geben. Und dann, wenn wir richtig Geld machen, Leute, werden wir uns so nice Stuff kaufen. Wir werden uns Villen kaufen, wir werden uns Autos kaufen, wir werden uns alles Mögliche kaufen, was wir wollen. Hauptsache, wir kommen auf jeden Fall erstmal ein bisschen Geld ran. Ach, Franklin, es musst du immer an Black Friday sein, dass er immer pleite ist. So, Meister, ich hätte gerne... Was hätte ich gerne? Ja, komm, wir kaufen uns meine Karabiner, Freunde. So, die ist auch gut gefüllt. Alles klar. Dann gehen wir mal den Freund abholen. So, wir werden ihn auf dem Platz suchen. Es wurde alles abgesprochen mit Lemar. Er muss sich hier auf dem Platz befinden. Und dann collecten wir ihn. Woher weiß ich, wer das ist? Ich glaube, die stehen da rum. Ich glaube, wir kriegen die ganz einfach. Oh nein, wir haben 3 Sterne bekommen. Oh nein. Oh Mann, okay, okay. Wo ist der Typ? Wo ist der Typ? Hey, hey, Gefangener. Wo bist du denn? Da ist er, da ist er, da ist er. Rein, rein, rein mit dir. Rein, komm rein, komm rein. Let's go. Let's go, raus da. Oh Mann, Leute, jetzt müssen wir in den 3 Sterne kommen. Ich glaube, das kriegen wir hin, das kriegen wir hin. Oh Mann, ey, das lief doch trotzdem ganz gut. Reibungslos. Oh, da ist ein Auto. Vorsicht, Vorsicht. Okay, jetzt werden wir verfolgt von einem Helikopter. Entweder schaffen wir es schneller als der zu sein oder wir verstecken uns gleich irgendwo und zerstören einen Helikopter als Fluchtfahrzeug. Ah. Oder wir fliegen einfach sofort zu Simeon. Ich meine, Leute, wir tun einfach mal so, als wäre Simeon derjenige, der uns den Auftrag gegeben hat. Dann wird er irgendwann Karma dafür bekommen, dass er uns diesen McLaren Senna nicht verkaufen will. Ich meine, diesen Wagen, Leute, der ist so nice. Ich brauche den unbedingt. Wie lange braucht es denn, um den 3 Sternen zu entkommen? Wir sind einfach immer noch auf der Flucht. Ah, und ansonsten, wie geht's dir so, Bruder? Lange Zeit schon im Knast gesessen? 2 Tage erst. Ah, na gut. Lemar hat echt immer mit Leuten aus dem Knast zu tun. So, Lemar. Lieferung ist da. Zeit für Paycheck. So, raus mit dir. Okay, Lemar. So, die 6 Dollar hätte ich jetzt gerne. Normalerweise würde ich es nicht für 6 Dollar machen, aber heute ist Black Friday. Heute kostet alles 2 Dollar. Alles klar, her mit dem Cash. Give me the money. Nice, wir haben 6 Dollar bekommen. Oh mein Gott. Okay, Simeon, jetzt bist du dran. Ich werde mir einen Wagen kaufen und zwar möchte ich gerne erstmal den Benefactor Krieger, das erste Fahrzeug. So, rein mit dir, Franklin. Nice. Nein. Du kommst hier nicht rein. Sorry, du kommst hier leider nicht rein. Simeon, mach mal bitte Platz. Danke. So, das hat mich jetzt 2 Dollar gekostet, aber immerhin haben wir jetzt schon ein sehr, sehr schönes Auto. Ich finde, das Auto ist an sich auch sehr nice. Aber ich glaube, das reicht nicht. Wir müssen uns irgendwo noch einen anderen Job suchen. Wir müssen irgendwo noch Arbeit finden und mehr Geld verdienen. 6 Dollar reicht mir leider nicht. Wir brauchen schnell Geld. Und ich glaube, wir sind ja in der Nähe von Lesters Firma, Darnell Bros, die Leute halt ein paar Textilien herstellen. Und ich glaube, er wird hoffentlich einen Job für uns haben. So, Lester, hast du einen Job für uns? Ich möchte mir was kaufen für 2 Dollar. Lester? Ah, der ist da. Okay, Lester, hör mal, heute ist Black Friday. Gib mir irgendeinen Job. Ich brauche ein bisschen Geld. Es ist wichtig, ich sag's später, aber ich brauche ein bisschen Geld. Hast du irgendeinen Job für mich? Es gibt einen goldenen Panzer in der Militärbasis. Oh, Militärbasis. Aber da musst du mir extra bezahlen. Hol mir den und du bekommst 2 Dollar. 2 Dollar, Lester. Mann, okay. Ah, ich weiß nicht so recht. Also... Komm, wir machen 4. Komm, 4 Dollar, Lester, bitte. Ich brauche 10 Dollar, ich brauche sie unbedingt. Okay, ich glaube, er stimmt ein. Okay, alles klar, 4 Dollar, Lester. Boah, das ist ja noch weniger Geld, als das wir bekommen haben für den Gefängnisausbruch. Aber gut, wir machen es, Leute. Wir machen es. Auf geht's in die Militärbasis. Lass uns den goldenen Panzer holen. Moment mal kurz. Ist heute Tag der offenen Türen? Oder warte, wir kommen vielleicht runter. Ohne es zu zerbrechen. Komm. Wir wollen nicht den Alarm triggern. Wir sind drunter gekommen. Leute, dafür hat es sich gelohnt, den Wagen schon mal zu kaufen. Uns hat niemand bemerkt. Vielleicht kriegen wir es ja hin, ganz leise zu sein. Der Panzer soll sich in 1010 befinden. In der Airbasis. In dem... Wow, was ist das?
Yo, einfach eine goldene Krokette. Wie krass ist das denn? Einfach so ein Wagen steht hier random in der Militärbasis rum. So, wo kommen wir jetzt hier rein? Ich muss versuchen, ganz unauffällig zu sein. Wir wollen den Panzer nehmen und fahren ihn ganz entspannt raus. Ohne große Probleme. Das wird schon easy. Oh, da sind ein paar Leute. Da sind ein paar Leute. Wir fahren mal so, als wären wir einer vom Militär und würden hier Autos transportieren. Guten Tag. Ich transportiere ein Auto in den Hangar. Alles gut, Leute. Ja, alles easy. Wir fahren den jetzt. Jo, der strahlt ja richtig. Das ist der goldene Panzer. Junge, ist der hell. Wahnsinn, wie der reflektiert. Also der ist alles andere als Tarnung. Aber der ist ja übelst nice. Wie viel der wert sein müsste. Lester gibt uns dafür nur 2 oder 4 Dollar. Boah, vor allem, Leute, guckt euch mal diese Nanopartikel-Textur an. Was das ist? Das ist der Kanjali. Der ist aber so schön, Freunde. Da steigen wir doch mal sofort ein, Franklin. Let's go. Okay, hoffentlich triggern wir nicht den Alarm. So, okay. Oh, okay, das war laut. Das war laut. Oh, nein, 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 nein. Militär ist gerufen worden. Okay, 4 Sterne, 4 Sterne. Leute, alles gut. Alles gut, alles gut. Oh, oh, wir müssen einfach nur hier raus. Wir müssen einfach nur hier raus. Leute, dann kriegen wir das Geld. Oh, nein, da ist ein Panzer. Da ist ein Panzer. Oh, mein Gott. World of Tanks, Freunde. Bam. Bam. Okay, Panzer ist zerstört. Raus da, raus da, raus da, raus da, raus da, Franklin. Raus. Wir müssen hier raus. So, nicht mehr weit, nicht mehr weit, nicht mehr weit, nicht mehr weit. Bam, auf Wiedersehen. Okay, verabschiede dich du auch. Bam, Junge. Der goldene Panzer ist unzerstörbar. Zack. So, raus hier. Let's go. Wird natürlich ein bisschen schwierig sein, den Panzer jetzt irgendwie bis zu Leicester in den Tunnel rein zu transportieren. Aber solange wir weg von dieser Brücke sind, solange wir dieser Brücke entkommen, wird, glaube ich, alles safe. Was? Wir sind entkommen. Wir haben keine Sterne. Wie ist das passiert? Ihr habt es gesehen, oder? Können wir das nochmal in Zeitlupe sehen? Die Sterne sind einfach verschwunden. Die sind einfach verschwunden. Hat das... Okay. Okay. Ich muss keine Fragen stellen. Wir sind entkommen. Das ist das Wichtigste. Auf geht's mit dem Panzer zu Leicester. So, Panzer liefern wir wie gewohnt hier immer unter der Brücke ab. Ist ein sehr cooler Hiding-Spot. Und damit, Leicester, ich brauche mein Geld. Bam, Junge. 4 Dollar, Freunde. Und damit haben wir jetzt insgesamt 8 Dollar. Und das bedeutet, wir können uns jetzt endlich den McLaren Senna leisten. Oder können wir den... Oder nein? Nein, wir brauchen 2 Dollar. Wir brauchen ja noch extra 2 Dollar, um den Wagen zu kaufen. Oh Mann, vielleicht will ja einer meinen Wagen abkaufen. Vielleicht will ja Le Mans ein Auto von mir abkaufen. Ich verkaufe ihn ein. Okay, ich kaufe die 4 Fahrzeuge. Dann haben wir 5 Autos, nicht wahr? Genau. So, jetzt haben wir 0 Dollar, Freunde. Aber ich brauche noch 2 weitere extra Dollar. Deswegen, Lester, ich muss dich mal fragen. Lester, Le Mans, ich hab dir, du hast mir noch 2 Dollar gegeben, weißt du was? Ich habe die Möglichkeit, dass du mir nochmal 2 Dollar gibst. Ich verkaufe dir zum Sonderpreis eines der 4 Fahrzeuge. Möchtest du eins der Autos haben? Bitte, Le Mans, ich brauche das. Bitte, 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 gib mir einfach 2 Dollar. Denn du kannst alle haben. Du kannst alle haben. Alle 4 Autos sind deins, wenn du mir 2 Dollar gibst. Machst du fett Profit. Yes! Oh Mann, okay, danke für den Trade, Lamar. Dankeschön. Okay, Simeon, du bist dran. Ich hätte gerne den McLaren Senna in Gold, bitte. Simeon, es tut mir leid, aber so sind nun mal die Regeln. Ich habe dem nicht zugestimmt. So, wow, Leute, let's go, Freunde. Goldener McLaren Senna. Guckt euch das Interieur an. Sehr, sehr sportlich, sehr, sehr nice. Oh mein Gott, der Wagen sieht so heftig aus. Okay, und der fährt sich... Oh, der beschleunigt gut. Der beschleunigt sehr gut. In den Kurven fährt er sich auch... Oh, wow, 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 wow. Ein bisschen okay. Ah, ich weiß. Ah, das Gold, das kratzt ab, Leute. Eure Autos sind jetzt mehr wert, weil ich an Gold verliere. Ich gehe mal Michael das Auto zeigen. Vielleicht gefällt es ihm ja. Aber wir brauchen noch mehr Geld, Leute. Wir brauchen noch mehr Geld. Ich wollte mir nämlich noch einige Sachen kaufen. Okay, Michael. Michael, bist du hier irgendwo? Hallo? Wo ist er denn? Mikey? Michael? Ah, da ist er ja. Da kommt er ja. Michael, steig meinen Wagen ein. So. Oh, der ist auch sehr wohlhabend. Guckt euch sein Outfit an. Der sieht aus, als wäre er auch ziemlich reich. Okay. Hey, Franklin, Lust auf eine Runde Tennis? Wenn du gewinnst, bekommst du 50 Dollar? Okay, okay, Michael. Wir machen das. Für 50 Dollar, Leute. Was ich mir dann gleich alles kaufen kann. Let's go. Auf geht's, eine Runde Tennis spielen, Michael. Ich werde dich abziehen. Okay, aber das Komische ist, mir wird kein Tennis angezeigt. Michael. Meinst du nicht, dass du Golf meinst? Ich glaube, wir gehen einfach mit ihm eine Runde Golf spielen. Weil ich kann, glaube ich, bis heute mit Franklin kann man kein Tennis spielen. Ich weiß nicht warum. Rockstar Games bringt uns Tennis für Franklin. So, okay. Eine Runde Golf mit Michael. Michael,
Die haben den Golfclub auch geschlossen. Also kein Tennis, kein Golf. Was sollen wir denn tun für 50 Dollar? Was können wir tun? Sollen wir kämpfen oder was? Okay, komm, ich habe eine Idee. Wir machen einen Sprint bis zum Ende. Okay, Michael, rede weiter. Wir machen ein Rennen, ja, okay, zu Fuß bis zum Ende, bis zu dieser Lampe da hinten. Und wer zuerst da ist, der gewinnt. Du kriegst 3 Sekunden Vorsprung, okay? Okay, Michael, let's go. Okay, komm, komm, komm. Wir holen ihn ein, wir holen ihn ein, wir holen ihn ein, wir holen ihn ein. Sorry, yes, yes. Yes, let's go, Michael. Oh Mann, ich bin Erster. Okay, Michael, komm. Wir können zwar kein Golf spielen, ich weiß zwar nicht warum. Wir können auch kein Tennis spielen, aber ich habe die 50 Dollar gewonnen. Kriege ich die jetzt wenigstens? Oh mein Gott, wir haben 50 Dollar. Dankeschön, Michael. Vielen Dank. Let's go, Leute. Let's go. Das Erste, was ich mir von den 50 Dollar kaufe, ist erstmal ein fetter, nicer Club. Und dafür gehen wir jetzt sofort an die Location, Freunde. Ich muss euch diesen Club zeigen. Ich habe gehört, er ist zum Verkaufen und ich wollte unbedingt zuschlagen, bevor dieses Angebot rausgeht. Und zwar, Freunde, ist das dieser Club. Sieht ein bisschen pixelig aus, aber Leute, dahinter versteckt sich ein wahres Juwel. Ich sag's euch. Minus 2 Dollar und wir gehen rein, Leute. Guckt euch das mal an. Guckt euch das an, Freunde. Ich habe einen exklusiven Club für Gamer erstellt. Und da ist alles drin, was man möchte, Leute. Es gibt ein Leaderboard. Es gibt einfach so ein Büro für die Chefs, Freunde. Hier könnt man einfach Karten spielen. Ihr könnt hier Yu-Gi-Oh! Spielen, wenn ihr darauf Lust habt. Was ist da hinten? Hier ist einfach Rick and Morty. Dann haben wir, Leute, natürlich auch noch eine PlayStation 5 da hinten, Freunde. Bis heute immer noch schwierig zu kriegen. Da hinten ist Travis Scott. Cyberpunk-Poster. Alles Mögliche, was man sehen kann. Hier ist sogar eine Xbox Series X. Eine Nintendo Switch. Ey, Leute, da liegt sogar eine Nintendo Switch. Also, jetzt haben wir alle Konsolen hier vereint. Da liegt auch noch eine Switch rum. Ich weiß nicht, wem die gehört. Und das Coolste ist, guckt euch mal diese Captain America Tische an. Einfach richtig cool, wie das aussieht. Und es gibt einfach alles Mögliche, was man hier möchte. Riesige Gaming Setups. Man kann hier E-Sports Turniere veranstalten in der sogenannten Cyberbar, die ich gekauft habe. Und vieles, vieles mehr. Hier ist dann der Ausgang von der Cyberbar. Und dieser Club wird auch regelmäßig Einkünfte generieren. Und das bedeutet, wir verdienen weitaus mehr als die 2 Dollar, die wir haben. Aber der Club ist leider heute geschlossen. Das heißt, heute gibt es keine exklusiven Boni. Und das Beste ist, Freunde, unten gibt es einen Partybereich. Und schaut euch den einfach mal an. Leute, wenn das nicht der krasseste Club ist, dann weiß ich auch nicht. Dann weiß ich es wirklich, wirklich auch nicht. Aber der ist einfach abnormal krass. So einfach eine Tanzfläche, Leute. A la Tetris. Hier mit Spider-Man, da Iron Man. Da noch irgendwie hier Haus des Geldes oder ja, Anonymous. Richtig, richtig geil, Leute. Der DJ-Pult. Und hier kann man eine Menge, Menge Spaß haben, Leute. Ich würde mich da auf jeden Fall freuen, wenn da in Zukunft ein paar Gäste kommen. Und ja, aber ich möchte mir auch noch eine kleine Villa kaufen. Und dahin gehen wir jetzt. Willkommen in meiner eigenen Villa, die ich mir gekauft habe. Freunde, hier gibt es Autos, soweit es reicht. Also wirklich, ich habe so viele Autos gekauft. Die ganzen Garagen stehen voll, Freunde. Und das ist, Freunde, die Villa. Und ich sag's euch, das sind nur wirklich hochwertigste Materialien, die ihr verbaut. Ich kaufe echt immer die falschen Villen. Jedes Mal bricht das Glas, oder? Wow. Oh mein Gott, okay, alles klar, das ist ein riesiger Schaden. Oh mein Gott, guckt euch mal diese Wand an. Wisst ihr, woran ich jetzt gerade denke? Wir probieren mal Folgendes aus, Leute. Ich muss das machen. Ah, Leute, mit dem Minigun. 3, 2, 1 und BOOM! Oh mein Gott, Alter, ist das geil. Heftig. Woo. Einfach alles kaputt machen. Wow, ey, das ist so satisfying. Das ist so satisfying, Leute. Oh Mann, jetzt haben wir wirklich fast alles hier kaputt gemacht. So. Sag mal, wie kann das Haus eigentlich stehen, wenn das Fundament auf einem Glas ist? Oder? Nee, es ist hier drauf gebaut. Aber ja, Leute, ihr habt den Eindruck, wie cool das aussieht. Wir haben ja ein Heli-Landepad, dann haben wir einen Pool, mehrere Jacuzzis, alles, was man ruhig möchte. Einen sehr schönen Essbereich und es sieht alles super geräumig aus. Und Freunde, wir haben sogar auch eine Bowlingbahn. Guckt euch das mal an. Hier sind die Bowlingkugeln und ich probiere es mal mit der Minigun, Leute. Wir probieren mal einen Strike zu machen. Bam! Okay, das... Bam! Bam, 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 Junge. Strike. Okay, Strike. Wir haben Strike gemacht. Oh Mann. Okay, hier, jetzt zerbricht wirklich alles. Wow, das ist ein riesiger Fernseher. Das ist ein sehr, sehr großer Fernseher. Und natürlich auch ein Bad, Leute. Weil der eine Fernseher nicht reicht. Natürlich, ein zweiter Fernseher muss sein. Was für 2 Fernseher? Wir sagen 20 Fernseher. Ach nee, 100 Fernseher, Leute. Die ganze Villa muss mit Fernsehern bestückt sein. Und dann haben wir hier auch das Treppenhaus, Leute. Das führt dann in den oberen Abteil der Villa. Und ich glaube, dann hier werden wir wahrscheinlich Fitnesscenter und Schlafbereich haben. Oh nee, Bürobereich.
mit integriertem Tresor. Da können wir jetzt gerade nicht so viel Geld reinmachen, weil wir haben nicht so viel Geld. Und einen Schlafbereich mit, ja, mit exklusivem Bad. Und noch einem Fernseher, Leute. So soll das sein. So, Freunde, ich würde sagen, an der Stelle beende ich das Video. Ich hoffe, es hat euch gefallen, Leute. Wenn ihr eine Episode haben wollt, wo wir GTA 5 alles 3 Dollar kosten soll, dann lasst einen Daumen nach oben, da zeigt es mir gerne. Und vergesst nicht gerne, den Kanal zu abonnieren. Wir sehen uns im nächsten Video. ID ist raus, haut rein, Freunde, und ciao.